Liebe Golffreunde, Ihr Golfpro George hier. Ich spiele mit TaylorMade Schläge seit 2012. Mein letzter Satz ist gefiedert beim TaylorMade in Herzogenaurach, 2 Jahre vorher. In dieser Zeit habe ich viel über meinen Schwung gearbeitet. Ich habe das Gefühl, dass ich spiele besser. Morgen fahre ich wieder für eine Fitting und ich will die neue Schläge probieren. Auf jeden Fall, ich habe das Gefühl, dass ich brauche keine Putter, aber wir sehen. Ich bin gespannt und top motiviert. Yamas Manolis, danke für den schönen Tag und der tolle Fitting. Ich habe mit Julian eine gute Arbeit gemacht und ich glaube, meine neuen Schläge bringen mein Spielniveau in noch ein höchstes Niveau. Ich glaube schon, ja, Yamas. Ja, Yamas. Manolis, wir kennen uns als Kinder, wir haben zusammen Golf angefangen. 1984 habe ich angefangen, du warst schon ein Golfspieler. Genau. In einer kurzen Zeit war ich besser. Genau. Aber waren wir schnell in der Nationalmannschaft. Das hat uns geholfen. Richtig. Und momentan, wir sind in Deutschland und ist auch dein Bruder. Hast du das Gefühl, dass wir sind ein bisschen verantwortlich für den griechischen Golf in der nächsten Zeit, für die neue Generation? Was ist deine Gefühl? Ja, ich glaube ja, und du weißt schon besser, weil du warst schon vor ein paar Jahren unser Präsident von der griechischen PGA. So, ich denke, ja, wir müssen etwas mehr zu machen für die Kinder und vielleicht wir müssen alles zusammen in einem Tisch sitzen und dann denken wir, was können wir weitermachen. Mhm. Das ist ganz wichtig. Erfahrung und Ausbildung spielt eine große Rolle. Wir sind jetzt in einem Land, wo es sehr in einem Hochniveau organisiert. Genau. Deutschland hat heutzutage mehr als 800 Golfplätze. Genau. Und Griechenland ist nur mit 7 oder 8. Also das Spielniveau und die Spielmöglichkeit, ja, unsere Möglichkeit ist schon größere, mhm, hier. Wie lange bist du in Herzogenaurach als in dieser Stellung? Ich bin seit 2009, Anfang 2009, das heißt fast 7,5 Jahre. So, ich war vom Schottland umgezogen, ich war Golfprofi auch da in Schottland. Mhm. Mhm. So, ja, und ich bin sehr froh, dass ich bin hier, mhm, in Deutschland. Mhm. Mhm. Sehr gut, tolles Zentrum. Jetzt zu unserem Thema, wir sind jetzt beim TaylorMade. Genau. Wie oft muss man fitted sein? Was ist deine Meinung? Meine Meinung, jemand zumindest jede zwei oder drei Jahre muss zurück für ein Fitting hier zu kommen. Mhm. Vielleicht du brauchst nicht so intensiv Fitting, diese 3D-Analyse mit Padding oder Schwerpunkte, aber du brauchst unbedingt ein normales Fitting. Was ist normales? Braucht man als Anfänger eine Fitting? Ich fange heute Golf. Brauche ich eine Fitting? Was ist deine Meinung? Die Antwort ist beides ja und nein. Ja, weil jeden Person oder jeden Menschen ist immer verschiedene Größe. Deshalb, wenn du fängst eine Bewegung mit einem falschen Schläger, dann hast du Schwierigkeiten am Ende mit der Bewegung. Deshalb, wenn du ein Fitting am Anfang machst, dann die Schläger passen
zusammen mit der neuen Bewegung. Hast du Zeit, spielst du Golf die letzte Zeit? Ja, ab und zu. Ich habe jetzt vorletzte Woche mit dir und Dieter und Max und Elmar auf Prachtfuss gespielt, ein paar Loche. Elmar hat besser als du gespielt. Genau. Jammer, Elmar. Gut gemacht. Elmar hat eine gute Trainer. Ja, genau. Und ja. Gut, ja. Gut. Wir haben zusammen in Jamaika gespielt, 1997. Ich hoffe, dass wir machen unsere nächste Runde in Herzogenaurach. Genau. Ich komme mit deiner Gruppe, auf jeden Fall. Okay. Jamas Manolis in der Kamera. Sag ciao zu meinen Leuten. Ich hoffe, dass ihr hatte alle Spaß gehabt wieder und diese Fitting euch in Zukunft helfen. Das war mein Ziel und ein paar Details mit Manolis zu abklären. Auf jeden Fall, eine Fitting ist sehr wichtig, auch als Anfänger. Wir haben von der Expert heute gehört, auch eine Anfänger braucht eine Fitting und diese Fittings, die wir haben in unseren Clubs, in Prafos beispielsweise, reicht schon für einen Anfänger, auch für einen Fortgeschrittenen. Nur was die machen hier ist etwas mehr in Details. Vielen Dank für die Anschauen, viel Spaß. Ich bereite meine nächsten Video wieder in Prafos. Viel Spaß!